Adventszeit, Weihnachtsmarktzeit. Festtagsstimmung liegt über dem Land. In fast jeder Stadt locken die Buden mit Lebkuchen und Glühwein. Es ist stimmungsvoll, es macht sehr viel Spaß, beim Hellen loszufahren und im Dunkeln hier anzukommen. Es ist eine richtig schöne Vorfreude jetzt auf den Weihnachtsmarkt, zu dem wir jetzt auf jeden Fall noch gehen. Der winterliche Zauber wirkt. Und auch Weihnachtsmarktreisen boomen. Egal ob zu Wasser oder zu Lande. Es hat mir ausgesprochen gut gefallen. Das war für mich heute das Highlight. Und ich möchte sagen, ich hoffe, dass es morgen genauso schön wird. Köln am Rhein. Auf dem Ausflugsdampfer Rhein-Fantasie laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Schiffsmanager Harald Kampe macht sich auf zum letzten Kontrollgang, bevor die Gäste kommen. So, die Herrschaften, seid ihr soweit fertig gleich? Wir haben gleich Einlass, ne? Habt ihr alles drauf auf den Tischen? Liedtexte? So, wir machen dann gleich Einlass, ne? Die Crew bereitet das Schiff auf eine zweistündige Adventsfahrt vor. 180 Passagiere erwarten sie heute. Letzte Gelegenheit, kleine Unstimmigkeiten zu korrigieren. Ja, ich guck noch mal. Manchmal passiert es auch, was eigentlich auch nicht vorkommen darf, aber dass die Kollegen doch die Schilder auf die falschen Tische stellen. Und dann schicke ich die Gäste hierher und es steht ein anderer Name drauf. Und das ist natürlich auch nicht so gut für die Gäste. Ne? Die sind dann verwirrt und kommt nicht so gut rüber beim Gast. Ne? Und tatsächlich, einen Fehler hat Harald Kampe schnell entdeckt. Isidro, guck mal, das kann ja gar kein Mensch lesen hier, ne? Da musst du mal schauen, dass wir die Schilder hier ein bisschen auseinandernehmen, weil der Gast kann ja dahinter gar nicht lesen, welcher Name da drauf steht, ne? Okay. Aber sonst alles okay. Die Crew ist bereit. Zeit, den Kapitän zu informieren. Auch bei Heiko Felix auf der Brücke läuft alles nach Plan. Ist alles in Ordnung soweit? Ja. Alles soweit in Ordnung. Das müssen wir uns mal kurz in die Maschine rumgucken und dann machen wir. Können wir laufen lassen. Dann könnt ihr den Lego machen. Schön, ja? Machen wir so. Alles klar. Der letzte Punkt auf seiner Checkliste. Die Fahrt kann beginnen. Auch hier laufen die Vorbereitungen. 10 Uhr auf dem Mainzer Weihnachtsmarkt. Tanja und Josef Zimmer auf dem Weg zu ihrem Glühweinstand. Komm, Tanja, wir haben keine Zeit. Ja, ich weiß. Die Stimmung super. Das Wetter, naja. Sehr schönes Wetter heute. Morgen, Julian. Es regnet, regnet, regnet. Morgen. Heute wird's ganz schön langweilig, das kann ich immer sagen. Bei dem Wetter. Tanja weiß, Glühweinwetter sieht anders aus. Trocken und kalt, das wäre besser. Temperatur ist ein bisschen höher. Kein Glühweinwetter. Die Leute haben keine Lust zu spazieren bei diesem Wetter. Es ist rutschig, es ist ungemütlich. Und ich glaube, das dauert einen Moment, bis die ersten Gäste kommen. Aber egal, sie sind schließlich Profis. So, ich mache oben schon mal das Licht an. Und schalt die Engel ein. Die Engel auf dem Dach der Hütte. Ihnen verdanken sie den Spitzenplatz hinterm Dom. Auf dem Weihnachtsmarkt war für diese Stelle hier damals etwas gesucht. Da haben wir uns mit diesem Stand, den ihr jetzt hier seht, mit den drehenden Engeln oben drauf beworben. Das haben wir gewonnen. Seitdem sind wir hier auf dem Weihnachtsmarkt. Wir sind ursprünglich Schausteller, das kennt ihr, Kirmes. Ja? Wir haben Gastronomiestände, sind hier in der Region auf den Festen vertreten. Ihr Markenzeichen? Deftige Kost. Jetzt mache ich als allererstes mal den Spießbratenofen an. Eine Spezialanfertigung für 100 Kilo Fleisch. Spülmaschine, ja, okay, auch an, wenn sie geht.
Spülen geht, aber Lagerhaltung ist kompliziert. Zu wenig Platz. In einer Seitenstraße 100 Meter weiter haben sie den Kühlwagen geparkt. Der Spießbraten kommt am Morgen frisch hierher. Den Spießbraten bekommen wir von der Metzgerei Walz hier aus Mainz täglich geliefert. Und ja, muss halt jetzt in den Ofen, weil der braucht gute 1,5 bis 2 Stunden. Gerade rechtzeitig fertig zum Mittagsgeschäft. Josef ist mit den Vorbereitungen des Glühweins schon deutlich weiter. Also, Kessel, der ist schon mal in Ordnung. Und sehen wir mal nach der Pumpe, die war gestern nicht einwandfrei. Aber jetzt läuft sie hervorragend. Glühwein ist heiß, prima. Und ist das schlecht, wenn irgendwas kaputt geht hier? Ja, wir haben Ersatzteile, ist nur aufwendig. Also ich kann alles reparieren. Ja, wir haben für alles, was hier ist, dafür gibt es Ersatzteile, nur das hat aufwendig. Dauert einen Moment, aber es ist alles in Ordnung. Ich sehe jetzt noch mal alles nach. Ich habe eben schon mal nachgesehen, jetzt kontrolliere ich nur, ob alles auch wirklich in Ordnung ist. Alles gut. Denn der Glühwein muss fließen. Er bringt das meiste Geld. 75%. Man kann nicht von dem Weihnachtsmarkt alleine leben, aber er ist ein sehr wichtiges Geschäft. Davon kann man den Winter gut überbrücken, aber wir haben ja auch Mitarbeiter, die leben davon. Ja, das muss alles gepflegt werden. Reich wird man davon nicht. Ja, uns macht das sehr viel Spaß und ohne den Weihnachtsmarkt wäre der Winter sehr hart. Im Sommer leben die Zimmers von mehreren Imbisswagen auf Jahrmärkten und einer Strandbar am Rhein. Das bedeutet, von Oktober bis März ist der Weihnachtsmarkt die einzige Einnahmequelle. Deswegen müssen sie sich mit ihrem Angebot etwas von der Konkurrenz abheben. Unser Spießbraten ist der Dombraten. Der ist ein in Rotwein eingelegter Schweinebraten in einer Marinade von der Oma von unserem Metzger, ein ganz altes Rezept. Der bereitet den vor, legt ihn ein, dann bleibt er ein paar Tage in dieser Marinade liegen und nimmt so diesen leckeren Geschmack durch und durch an. Einige hundert Meter weiter, ein unscheinbarer Wohnmobilparkplatz in Mainz. Hier treffen sich Weihnachtsmarktkenner. Manfred und Ulrike Bendlo sind die Vorhut. Als erstes bringen sie ihren Camper ins Lot. Und ist er in der Waage? Präzisionsarbeit. In der Waagerechte, ja. Hier. So ist er in der Waage. Das okay. Reicht eigentlich. Okay, gut. Das reicht auch. Alles gut. Müssen wir nicht noch. Genau. Das reicht. Das ist minimal abweichend und das reicht dann. Dann geht der Kühlschrank immer noch. Da muss man wirklich vorsichtig sein, muss das genau machen. So. Denn wenn der Kühlschrank schief steht, kann er kaputt gehen. Oh, da kommen ja unsere Freunde. Das ist ja toll. Oh, hallo. Super. Ich kann mal. Hallo Jürgen. Willkommen in Mainz. Hallo. Seit Jahren erkunden sie Weihnachtsmärkte zusammen. Jedes Mal einen anderen. Heute ist Mainz dran. Für uns ist es so ein Abschluss. Wir sind das ganze Jahr unterwegs mit dem Wohnmobil. Wir fahren durch Deutschland. Wir waren auch in diesem Jahr in Frankreich 4 Wochen zum Jahresausklang bei seinem Treffen. Auf irgendeinem Weihnachtsmarkt haben wir uns sehr viel zu erzählen. Und es gibt schöne Anekdoten und schöne Geschichten. Und wir haben immer gemeinsam eine schöne Zeit und freuen uns schon auf das nächste Jahr. Schon zum 14. Mal treffen sie sich zur Weihnachtsmarkttour mit dem Wohnmobil. Praktisch, denn das eigene Bett in Laufweite vom Markt hat nicht jeder. Was müssen wir machen? Also, 50? 50 wirfst du rein und dann brauchst du deinen Stecker drin, die 4. Dann drückst du die 4 bitte. Und du siehst, es läuft. Es läuft. Danke. Strom läuft. Der Kühlschrank freut sich. Ich komme jetzt, ne? Manfred. Ulrike hat inzwischen Glühwein und Kuchen vorbereitet. Die gemütliche Runde ist aber noch nicht komplett. Wolfgang und seine Frau Tanja sind etwas verspätet dran. Sag mal, den letzten Glühwein getrunken. Die Schönsten kommen immer zum Schluss. Also die große Freiheit beim Campen, das ist, was mich da überhaupt dran fasziniert, ist einfach, man kann spontan losfahren. Vor allen Dingen so Wochenende ist das super schön. Man ist nicht an irgendwelche Frühstückszeiten gebunden. Man kann eigentlich machen, was man will. Essen gehen, wann man will. Sein eigenes Reich nimmt man eigentlich mit und das ist schön. Jetzt kann's richtig losgehen. Auf zum Mainzer Weihnachtsmarkt. Ich
habe mal geguckt, sind so 2,5 Kilometer. Machen wir das mit, machen wir zu Fuß oder öffentliche Verkehrsmittel? Dann schaffen wir das. Ja, zu Fuß. Nach dem Glühwein müssen wir mal gucken, wie wir es machen. Alles klar? Ja, okay. Währenddessen in Sachsen-Anhalt. Eine Reisegruppe aus dem Ruhrgebiet, kurz vorm Ziel. Wernigerode. 38 Wessis auf Adventsreise in den unbekannten Osten. Ja, also ich bin der Jürgen und sie ist die Gabi. Wir kommen aus dem Ruhrgebiet, aus Bochum und Witten. Und wir machen hier so eine Ostdeutschland-Tour zu den Weihnachtsmärkten. Genau, wir sind hier im Harz, wir hätten gerne Schnee, aber wir müssen es nehmen, so wie es kommt. Deswegen haben wir ja auch die Reise gebucht, weil wir gerne die Weihnachtsmärkte im Schnee versuchen wollten. Aber wird nichts draus, wahrscheinlich. Nee, leider nicht. Sehen nicht so Schade. Aus. Ich war schon mal Mecklenburger Seenplatte und sonst ist das erste Mal, dass ich im Osten bin. Goslar haben sie gestern besucht. Heute stehen Wernigerode und Quedlinburg auf dem Programm. Ja, wir machen eine 3-Tages-Reise. Wir wollen uns die Weihnachtsmärkte anschauen. Ja, wir fahren so einmal im Monat, sind wir in diesem Jahr. Also dieses Jahr haben wir es sehr übertrieben. Da sind wir dann schon auf Usedom gewesen und so. Immer mal so 3-4 Tage sind wir dann unterwegs. Ankunft auf dem Busbahnhof Wernigerode. Der Zeitplan ist straff. Reiseleiter Bengard ahnt wohl noch nicht, dass hier heute Ärger droht. Wir werden hier bis 13.45 Uhr bleiben. Bedeutet, dass für den Weihnachtsmarkt und Essen gehen 2 Stunden zur Verfügung stehen. 13.45 Uhr. Mal sehen, ob das klappt. I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. Wernigerode, ein kleines Städtchen am Fuße des Harzes. Die Reisegruppe aus dem Ruhrgebiet ist hin und weg. Das ist schon toll, so zum Beispiel, wenn Sie hier hochgucken, ne? Haben sie doch im Ruhrgebiet nicht, ne? Die Stände und so die ganzen, also es sieht alles ein bisschen anders aus, ne? So, noch so, ja, altertümlich kann man nicht sagen, ne? Aber es ist wirklich schön anzusehen, ne? Klein, aber fein. Und viel zu entdecken. Ostdeutsche Handwerkskunst. Nicht billig, aber preiswert finden sie. Mal den Karton raus. Ja. Das kostet jetzt 14,99 Euro. Der kleine Schneemann, genannt Bauchklatscher. Fehlte mir noch so ein Schneemann hier, so ein Mensch in meiner Pyramide zu Hause. So, bitte. Danke. Schönen Adventszeit. Jo, danke, wünsche ich Ihnen auch. Ne? Tschüss. Ja, also diese Sachen gibt es ja bei uns nicht, ne? Und ich finde den Preis also ganz normal, ne? Das ist ja auch viel Handwerk ist damit verbunden, ne? Da sitzt man ja auch eine ganze Zeit, diese kleinen Sachen da selber zu schnitzen und so. Ne? Zurück in Köln bei der Adventsfahrt auf dem Rhein. Zeit, dass die Gäste an Bord kommen. Kann losgehen, oder? Würde ich sagen. Ja, lass mal rein, alles klar. Kaffee, Kuchen, Weihnachtsmusik. Ein bewährtes Rezept gegen den Winterblues. Die Stimmung ist schon in der Warteschlange gut. Eine riesengroße Kleckerei in der Weihnachtsbäckerei. 26 Wachteln. Okay. Herr Kämpfe, was machen Sie jetzt gerade? Die ersten Leute da? Ja, ich gucke jetzt noch mal bei den Gruppen, ob wir da nichts vergessen haben, dass die vielleicht so ein Kaffeegedeck bestellt haben oder so. Und schauen wir noch mal nach, dass alles seine Richtigkeit hat. Auf der Brücke ist jetzt der Kapitän gefragt. Ich starte jetzt die Maschinen. Die Ankunftsmaschinen. Dass die Fahrt jetzt beginnen kann, ist dieses Jahr allerdings nicht selbstverständlich. Der Rheinpegel war so niedrig, dass das Schiff fast auf dem Trockenen lag. 4 Wochen hatten wir im Prinzip, wo wir überhaupt nicht mehr fahren konnten. 4, 5 Wochen. Ne? Das war ja von Anfang Oktober ging das ja los. Man hat es ja gemerkt an den Benzinpreisen oder was und hier so große Konzerne, die auf dem praktischen Engpass hatten, die Lieferanten blieben aus, also es wurde nichts mehr transportiert. Man hat es auf den Straßen gesehen, es wurde viel auf die Schiene oder auf die Straßen verlegt, ne? Und irgendwo ist ja dann auch irgendwo die Kapazität erreicht, wo auf den Straßen auch nichts mehr geht, ne? Da ging ja dann auch nichts, da war Stau überall und das, dann sehen die Leute auch mal,
Ach, es geht schon um eine Schifffahrt oder was, ne? Doch dank des Regens der letzten Tage ist der Pegel endlich wieder gestiegen. Die Rheinfantasie hat genug Wasser unterm Kiel. An Bord eine Reisegruppe aus Krefeld. Die sechs Freundinnen haben sich kurzfristig auf einen Ausflug nach Köln verabredet. Lustig, lustig, tralala. Heute ist Nikolausabend da. Heute ist Nikolausabend da. Also mit Nikolaus habe ich überhaupt nicht gerechnet. Nee. Die Frauen wollen die Adventszeit genießen und kommen hier voll auf ihre Kosten. Sind echt überrascht. Ja. Toll. Tolles Programm. Ja, sehr schön. Kommt von allen. Ja, auch hier jetzt eingedeckte Waffel mit dem Kaffee und sehr schön geschmückt. Gefällt mir. Oh, I can't wait to see those faces. Wir sind schon Wiederholungstäter. Wir haben das also jetzt schon zum zweiten oder ich zum dritten Mal gemacht. Immer hier mit dem Schiff und das ist eine schöne Einstimmung. Es ist stimmungsvoll, es ist schön geschmückt hier und es macht einfach Spaß. Bisher hat das Wetter noch nicht gestimmt, jetzt ist es schön kalt. Der Glühwein schmeckt nachher auf dem Weihnachtsmarkt. Und ja, ich finde, das passt alles schön zusammen. Einstimmung auf Weihnachten und ja. Santa Baby. Am Abend wird die Gruppe noch auf den Kölner Weihnachtsmarkt gehen. Jetzt aber ist der Nikolaus dran. Dann wünsche ich Ihnen noch einen wunderschönen Nachmittag. Vielen Dank. Genießen Sie mir die Fahrt. Ja, alles Gute. In Mainz am Dom füllt sich allmählich der Weihnachtsmarkt. Der Spießbraten ist fertig. Und die ersten hungrigen Kunden sind da. So. Bitte schön. Guten Appetit. Standbetreiber Josef kann jetzt eine kleine Kontrollrunde zu den anderen Ständen der Familie machen. Ich gehe bestimmt 20 Mal hin und her. Je nachdem, wer mich braucht oder wer anruft. Aber meistens gibt es keine Probleme, sondern dann möchte man mal abgelöst werden, um auf Toilette zu gehen. Und so Sachen. Familie Zimmer betreibt noch einen Lachsgrillstand auf dem Mainzer Weihnachtsmarkt. Das Nostalgie-Karussell liegt Schausteller Josef aber besonders am Herzen. Und? Klappt alles? Ja. Das Karussell ist schon lange im Familienbesitz. Die Zimmers sind schon in sechster Generation Schausteller. Also das gibt's schon lange. Das hat der Großvater meiner Frau angeschafft. Also das ist bestimmt im Familienbesitz schon seit 40 Jahren. Alt ist es weit über 100. Also der Mast, das Mittelstück, ist mal von 1898. Die meisten anderen Teile sind auch über 100 Jahre alt. Wir haben lediglich das eine oder andere, was erneuert werden musste, erneuert. Aber alle Besatzungsteile, bedeutet die Pferde, die Kutschen etc., das ist echtes Holz, geschnitzt, über 100 Jahre alt. Und wir sind sehr bemüht, das zu erhalten, dass es in einem guten Zustand ist. Am anderen Ende des Weihnachtsmarktes ist inzwischen die Campergruppe angekommen. Das Erste, was ihnen auffällt, sind die holzverkleideten Betonklötze. So, ich glaube, hier geht's los. Ja, ja, wunderbar. So. Habt ihr gesehen? Ja, schön die Bäume, ne? Da bin ich ja mal gespannt, was die an Kunst dann werden. Schon mal den Rammschutz schön verdeckt, ne? Ja, ja. Hast du gesehen. Ach, das hat einen Rammschutz. Polizeipräsenz ist da, nur werden wir die nicht sehen. Das ist ja eigentlich ein Vorteil, ne? Und wenn ich die Rammböcke sehe hier, ich denke, die haben schon an was gedacht. Definitiv, ja. Also der erste Eindruck finde ich schon klasse. Für Sicherheit ist gesorgt. Ja. Und jetzt wollen wir mal gucken, wenn wir drüber gehen, was uns noch so erwartet. Ja. Seit dem Terroranschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt werden solche Vorkehrungen getroffen. Jetzt aber wollen die Freunde einfach nur ihren Spaß haben. Die nehme ich. Ja. Glühwein. Ja. Schlemmen ist angesagt. Da die Gruppe schon viele Weihnachtsmärkte gesehen hat, sind sie auf der Suche nach dem Besonderen. Haben Sie irgendwas Regionales?
Also die Wattwürmer sind ja nicht aus Mainz. Ne? Die Ammerländer auch nicht. Ne? Das habe ich auch. Die luftgetrocknete Bratwurst vor Ihnen, die Feuerwurst, die Winzerknacker, die Wacholderstange. Wacholderstange. Die typisch Mainzerwurst, Handkäse. Ja. Das ist Handkäse, hört sich schon sehr fancy an. Moment, Sie kriegen. Eigentlich nicht gut, sage ich jetzt mal ganz ehrlich. Es wäre jetzt nicht so, dass ich es kaufen würde. Mir schmeckt es nicht. Frohes Fest, wurstig. Nee, ein Schneemann. Du machst es kein frohes Fest. Also jetzt haben wir zwei Stände gefunden, wo was Regionales eigentlich war. Und der Rest ist wirklich Würstchen, Crepe, so wie man sich das eigentlich auf jedem Weihnachtsmarkt vorstellt. Tatsächlich eigentlich eine Enttäuschung, so ein bisschen, ne? Also hier ist viel Kommerz. Einfach die Atmosphäre, das Kuschelige fehlt hier eigentlich ein bisschen. Zur selben Zeit in Wernigerode, etwas übersichtlicher. Nur knapp 20 Stände eingebettet in schön restaurierten Fachwerkhäuschen. Doch auch hier kommt Missstimmung auf. Geplante Abfahrt 13.45 Uhr. Der Bus ist 10 Minuten überfällig. Was ist los? Warum fahren wir nicht los? Weil noch zwei Gäste fehlen. Die anderen sind schon genervt. Das ist natürlich ärgerlich. Boah, jetzt müssen 40 Mann warten auf zwei Personen. Wir sind ungeduldig, das gehört sich einfach nicht. Also wir fahren mit 38 Personen, fahren wir und zwei machen einfach, was sie wollen. Das geht nicht. Verlaufen in der Großstadt. Tut mir leid, also müssen wir schon drüber gucken. Also das ist nicht machbar und das akzeptiere ich auch nicht. Warum sind die anderen alle da? Weitere 5 Minuten später. Ja, und dann wird sonst hinterherkommen. Nun sind wir auch in Deutschland. Ist ja eine Situation, man kennt das Hotel. Da sind wir gemeinsam hingefahren und muss in dem Fall eben auch dann ein Taxi sich leisten. Wir können nicht ewig warten, wir haben ja noch Programm. Der Unmut der Mitreisenden steigt. Trotzdem sucht Reiseleiter Bengard noch einmal den Parkplatz ab. Niemand gefunden. Nochmal die Runde gedreht, niemand gefunden. Dann sind wir, glaube ich, so weit, dass wir fahren können. Dann wollen wir? Dann glauben wir. Mit gemischten Gefühlen und 30 Minuten Verspätung geht es weiter. Also fahren sind wir jetzt froh, dass wir fahren. Ich meine, bei 40 Leuten muss man natürlich, kann man nicht alles warten, bis die wieder zurück sind. Hoffentlich ist nichts passiert. Ja. Nächste Station ist Quedlinburg, wieder Stadtführung und Weihnachtsmarkt. Am Abend wird die Reisegruppe die Vermissten im Hotel wieder treffen. Sie hatten sich die falsche Uhrzeit gemerkt, mussten für viel Geld mit dem Taxi weiterfahren. Nach 45 Minuten Fahrt im Bus trifft die Gruppe in Quedlinburg ein. Wir freuen uns auf den Weihnachtsmarkt, den wir gleich sehen werden, und auch auf die Höfe, die uns angekündigt wurden. Was für Höfe? Höfe, das sollen Innenhöfe sein, wo es auch viele kleine Stände gibt mit Handwerkskunst und so weiter. Glühwein und so weiter und so fort. Und was zu essen. Ja. Eine Besonderheit des Weihnachtsmarktes in Quedlinburg? Die 25 Hinterhöfe in der historischen Altstadt. Die Reisegruppe aus Rhein und Ruhr startet ihre Tour aber auf dem großen Weihnachtsmarkt vor dem Rathaus. Der Weihnachtsmarkt ist schon voller wie vorher, wa? Also hier ist schon mehr los. Schöner, größer, interessanter. Also es ist schon fast wie im Ruhrgebiet. Aber anders als in der Heimat ist das Angebot der Stände. Die Glühweinarten sind anders. Da gibt es ja hier diesen Heidelberg-Glühwein, den Kirschglühwein, Apfelzimt. Gibt es bei uns nicht. Aber genau dafür reist man ja. Neues kennenlernen und ausprobieren. Auf Tag heute. Gabriele schmeckt's. Heinz Käferpütz ist noch nicht ganz überzeugt. Also ich glaube schon, dass in Köln was besser ist. Feine Unterschiede. Und den Reisenden aus dem Ruhrgebiet fallen noch ganz andere Dinge auf.
aber hier ist nicht so viel Betrieb. Bei uns ist Geschiebe, Gedränge. Und in Köln werden 6.000 an den Weihnachtsmärkten 6 Millionen Menschen erwartet. Da muss man aufpassen, wenn man unterwegs ist, dass man den eigenen Mann nicht verliert. Aber ich denke, so sind wir ja noch in einem großen Teil zusammengeblieben jetzt. Bei uns ist also mehr auf Sicherheit gemacht. Also ich habe ja noch keinen Polizisten, überhaupt keinen gesehen von Sicherheitsdienst. Die historische Kulisse von Quedlinburg aber begeistert auch die kritischsten Gäste. Touristen aus aller Herren Länder. Besonders in der Adventszeit ist die Stadt beliebt. Schön. Sehr schön. Bis jetzt damit der beste Weihnachtsmarkt, den wir gesehen haben. Genau. Das besondere Flair machen vor allem aber die 2000 Fachwerkhäuser aus. Hier finden sich auch die angekündigten Hinterhöfe. Jetzt der Weihnachtsmarkt in klein geht's. Gemütlich. Insgesamt gibt es 25 Höfe dieses Jahr. Anwohner oder angrenzende Geschäfte bieten hier an den Adventswochenenden ihre Waren an. Das wird gekauft, das kann ich in meine Blume stecken, in meinen Blumentopf. Und das sieht doch sehr dekorativ dann aus. Finde ich schön. Toll. Den nehme ich mit. Was kostet der? 4,50. Das hat sich gelohnt. Ja, für mich nicht. Also, ich muss es ja bezahlen, oder? Jetzt bin ich auch vorsichtig. Ich würde noch mehr mitnehmen. Ein paar Meter weiter auf dem großen Markt. Auch die beiden Schwestern Angelika und Ingrid hat die kleine Stadt am Harz in ihren Bann gezogen. Also, ich habe schon gesagt, ich würde gerne noch mal Quedlinburg besuchen. Allerdings bräuchte ich da mehr Zeit zu, ne? Denn mit einem halben Nachmittag kommt man nicht so gut zurecht. Dass Quedlinburg zu den schönsten Städten Deutschlands zählt, hat sich inzwischen rumgesprochen. Bis zu 50.000 Besucher tummeln sich jedes Wochenende in der Altstadt. Die Busreisegruppe muss jetzt aber Abschied nehmen. Am nächsten Tag geht die Reise weiter. Dann steht der Weihnachtsmarkt in Halberstadt auf dem Programm. In Mainz ist es inzwischen auch Abend geworden. Die Camper nehmen noch mal Anlauf, um ins Weihnachtsfeeling zu kommen. Hallo. Hallo. Euch ist kalt, ihr braucht Glühwein? Ja, wenn nicht schlecht. Was habt ihr denn so? Lecker Kirschglühwein oder den roten vom Winzer. Und einen weißen Winzerglühwein haben wir. Oder den Apfelglühwein, der ist auch lecker. Siebenmal Kirsch? Ja. Nein, siebenmal. Achtmal Kirsch. Achtmal Kirsch. Erste Runde Kirsch, ja? Erste Runde Kirsch. Alles klar. Und im Dunkeln, bei Weihnachtsbeleuchtung und Glühwein, kommt am Ende auch in Mainz noch gute Stimmung auf. Und schon sieht alles super aus hier. Ja. Wird langsam schöner, der Weihnachtsmarkt. Ne? So, guckst du jetzt den Kölner Weihnachtsmarkt an, zum Beispiel finde ich das schön, wenn der Dom so beleuchtet ist, das fehlt hier. Ah nee, so langsam geht's los. Ja, die haben es gehört. Die haben es gehört. Man muss einfach manchmal seine Meinung sagen. Das gibt's so echt. Wir gerade aber schnell hier. Das scheint am Glühwein zu liegen. In Köln ist die Schiffsrundfahrt zu Ende. Die Krefelderinnen sind vom Nachmittag auf dem Wasser total begeistert. Es ist stimmungsvoll, es macht sehr viel Spaß, beim Hellen loszufahren und im Dunkeln hier anzukommen, wenn alle Leuchten oder alle Lichter hier an den Häusern angegangen sind. Der Dom ist, wie wir gesehen haben, auch beleuchtet. Es macht Spaß und ist eine richtig schöne Vorfreude jetzt auf den Weihnachtsmarkt, zu dem wir jetzt auf jeden Fall noch gehen. Ist einfach super, toll, die Beleuchtung, fantastisch. Es ist ein bisschen voll, aber ne? Ja, aber der voll ist ja nicht schlimm. Voll heißt ja auch gut besucht, das heißt, dann ist es schön. Der Geruch hier von gebrannten Mandeln und Waffeln und an der nächsten Ecke den Glühwein und ja, vielleicht auch eine Bratwurst dazwischen. Das ist alles, das geht ineinander über und das macht Spaß, es ist schön. Mir gefällt's. Hier auf dem Heumarkt in der Kölner Innenstadt geraten die Freundinnen schnell in Festtagsstimmung. Ganz unbefangen geht das nach dem Anschlag in Straßburg allerdings auch bei Ihnen nicht. Der Gedanke an diesen Vorfall in Straßburg, muss ich sagen,
Ja. Der sitzt zwar irgendwo im Gehirn, aber ich muss sagen, ich habe es nach hinten gesetzt und genieße einfach jetzt hier, jetzt und jetzt, was ich hier erleben kann. Und nicht, was kommt. Das weiß ich sowieso nicht. Ich glaube nicht, wenn man wegbleibt, dass das was bringt. Mit ein wenig Trotz und viel Optimismus lässt sich die heitere Truppe nicht die Stimmung kaputt machen. Zum Wohlsein, wie kommen wir zusammen? Strahlen für mich. Wie gehen wir auseinander? Sternhagel voll. Und warum? Weil wir so sexy sind. Fröhlich und mit guten Freunden in den Winterabend. Weihnachten kann kommen.